Die Frauen können sich absolut sicher sein, dass der große Attraktor dieses Weihgefäßes, dieses Kernring-Universum, Neutransformierungsgenerator, den sie als Weihgefäßträgerin auf ihren Körper tragen, seine anziehenden Wirkungen in allen Epochen, zu jeder Zeit, in allen Zeiten so sicher erfüllen wird, dass dies sie bemächtigt, dies sie ermöglicht, tatsächlich das Projekt der Lebensneuabzweigungen, Lebensneuproduzierungen zu starten und dann die notwendigen Mittel geliefert zu erhalten oder ausgestattet zu werden. Denn sie begreift intuitiv, wie dieser Mechanismus, den wir gerade beschrieben haben, des traumatischen Wiederholungszwangs, der Mangel Riskluftloch Erzeugung und damit des kontinuierlichen Wiederauffüllungsversuchs in Engführung alles auf dieses einzige Ziel, das innere Adyton wieder zu besuchen und einkehren und wieder auffüllen zu sollen, dass das so absolut totalitär in alle Wesen als primordialer Motivationsvorgang, sei er unbewusst oder bewusst, angetrieben wird, dass das Ding also hinhaut, sie immer ihre notwendigen und berechtigten Forderungen, die ja schon im Voraus dadurch bezahlt sind, dass sie sich dafür dann ja auch das Joch und die Bürde, das Leben zu erzeugen und zu erhalten, aufjochen und so weiter. Das Herumambulieren von Frauen ist ja auch ständig nur das Einsammeln von Begehrensavancen, von Begehrensblicken, die sie für ihre Seelenaufmöbelung dankbar, huldigend entgegennehmen, wenigstens dann, wenn sie sich ihrer Schönheitsattrahierungswirkungen bewusst sind. Man schaue sich die Filme, die italienischen Filme mit Sophia Loren, mit Malena zum Beispiel an. Ja, aber nicht nur solche. Das gibt es an jedem Strand.